Gegenwart Gottes. Ich bin euch gegenwärtig, so immer ihr zu mir redet, im Gebet oder in Gedanken. Dies setzt also voraus, dass ich um eines jeden Menschen denken und empfinden weiß, dass ich jeden Seufzer vernehme, jeden Ruf und kindliches Flehen. Also weiß ich auch um jede Not der Seele, um ihren irdischen und geistigen Zustand. Ich weiß um jede Möglichkeit, ihr zu helfen und kenne alle Wege, die aus der Not herausführen. Wie ich aber auch weiß, wie oft sich das Menschendenken in der Irre bewegt und wie nötig daher die Not ist, um der Seele zu helfen. Ihr habt nur noch einen kurzen Erdenweg zurückzulegen. Dann hat jede Not ein Ende für die Menschen, die mir treu bleiben wollen, die mir anhangen und mir verbunden sind durch ihren Willen. Euch aber will ich zu einem ewigen Frieden verhelfen. Ich will, dass ihr frei seid von jeder Bedrückung. Ich will, dass ihr euch entfalten könnt in aller Kraft, um euch zu entlohnen für eure Treue auf Erden. Ich will euch eure Dienste entgelten, die ihr willens seid, mir zu leisten. Und darum ist die letzte Zeit für euch noch mit Mühsal und Leiden verbunden, auf dass eure Seelen noch völlig entschlackt werden und Licht in aller Fülle aufnehmen können. Ich weiß um eines jeden Menschen Not, denn ich bin euch ständig nahe, so wie ihr mich in euren Gedanken einschaltet. Ich bin euch immer gegenwärtig. In dieser Gewissheit müsst ihr stets leben, und ihr werdet alles Leichte ertragen, was euch ohne dieses Bewusstsein fast untragbar erscheint. Ich bin euch gegenwärtig. Ich begleite euch überall. Ich lenke eure Schritte. Ich wirke auf eure Gedanken ein. Ich rede zu euch durch die Stimme des Geistes. Ich lebe mit euch. Und meine Liebe gilt euch stets und ständig, weshalb ich euch niemals verlasse, sondern euch immer gegenwärtig bin. Und ob euch auch die Welt bedrängt, ob eure Gedanken von ihr in Anspruch genommen werden, ihr werdet immer wieder zu mir zurückkehren. Ihr werdet mich suchen, desto inniger, je mehr euch die Welt beherrschen will. Glaubet an meine Gegenwart und fühlet euch stets geborgen, behütet und umsorgt von mir, auch wenn ihr leiden müsstet. Denn nur meine Liebe zu euch lässt euch leiden, ansonsten ihr wahrscheinlich nicht zu mir finden könntet. Ich aber eure Rückkehr ersehne, weil ich euer Vater bin und ihr meine Kinder seid, deren Liebe ich besitzen will für ewig. So ihr an meiner Gegenwart glaubet, wird euch wahrlich nichts mehr drücken, denn dann dürftet ihr alle Last auf mich abwälzen. Ich helfe euch tragen und nehme eure Last gerne auf mich, so eure Liebe zu mir entflammt ist und ihr euch mir hingebt, so ihr euch mir anvertraut und mich bittet um Beistand. Denn ich bin euch immer nahe, ihr seid niemals alleine. Bleibt meiner Gegenwart bewusst und euer Glaube wird sich verstärken. Eure Liebe wird sich vertiefen und euer Gebet zu mir wird so innig sein, dass ich es erhöre, jederzeit. Amen.